Ja, vor allen Dingen fürs Selbstbewusstsein ganz wichtig, dass man hier keinen Korb gekriegt hat. So lange verteidigt und letztlich sozusagen gewonnen in der Sequenz. Und jetzt Pauling hier mit dem nächsten Dreier. Macht er dieses Ding. Hinter der Dreierlinie stand da Ricky Pauling. Ja, wir sehen es. Nicht Gardner macht das. Ganz clever. Und viel Anlauf. Lässt die Uhr runterlaufen. Und bringt den richtigen Mann in Position. Ricky Pauling mit dem zweiten Dreier. Wahnsinn. Und jetzt sind es genau 20 Punkte. 73, 53. Das riecht doch ganz gehörig nach Spiel 5.